ich die bestellt? Wahrscheinlich, um das Ganze zu testen. Ah, richtig. Das braucht man nämlich auch zum Fräsen. Kostet ein Vermögen. Drinne. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie so Anreißdinger. Ah, ich weiß es. So, kann man sich auch selber bauen oder man kauft es sich einfach günstig. Nein, es ist viel, viel geiler. Das, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr euch auch dort kaufen. Das habe ich aber wieder aus dem Warenkorb geschmissen und habe mir das hier gekauft. Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es um Temu. Temu hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört. Und ich habe dort mir mal ein paar Sachen bestellt, um das Ganze zu testen. Und es kam auch an, ich habe es noch nicht ausgepackt, also ich oder ihr seid die Ersten, die mir wieder reinschauen. Und ich habe mir was ganz, ganz Besonderes überlegt. Ihr seht ja, ich habe eine neue Werkbank. Und meine alte Werkbank war ja eine multifunktionale Werkbank mit inklusive Kreissäge oder Tischkreissäge mit Absauganlagen. Und für die Stammabonnenten, die wissen ja, dass in diese multifunktionale Werkbank eigentlich auch eine Tischfräse rein sollte. Und dazu kam ich leider nie und... Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mir eine Tischfräse selber bauen möchte. Und das Ganze ist gesponsert von Temu. Temu hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das Ganze zu testen. Und wir haben privat auch mal, also ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben letztens ein paar Reels hochgeladen, wir haben uns einen kleinen Pudel besorgt oder zugelegt und ja, dafür haben wir ein paar Produkte bestellt über Temu und ich war anfangs skeptisch, ob das Ganze von der Qualität her wirklich... ja, vergleichbar ist wie Made in Germany und ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Steffi ist immer so eine, die sehr viel ausprobiert und macht und tut und ich fand das wirklich sehr, sehr toll und ich habe auch mal ein, zwei Hundeprodukte gleich mitbestellt und ich bin wirklich gespannt, ob das im Woodworker-Bereich auch so ist. Und da es eine Kooperation ist mit Temu zusammen, gibt es natürlich auch einen Rabattcode und den könnt ihr natürlich gleich eingeben. Ladet euch die App runter. Übrigens habt ihr 90 Tage Rückgaberecht und ein kostenloser Versand. Und ihr habt bis zu 90% gibt es Rabatt oder Sales auf Temu. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant und man glaubt es manchmal gar nicht, wenn du die App runterlädst und guckst, oh Gott, ist das günstig, das taugt doch gar nichts. Ich habe es getestet mit Steffi zusammen und ich habe es jetzt nochmal getestet und bin wirklich gespannt, was hier hinter steckt. Wir packen das Ganze mal aus. Mit was fangen wir an? Keine Ahnung, mit dem hier, ne? So. Also, fangen wir mal an. Ich weiß, dass wir mit dem kleinen Hund mal rausgehen und dass wir ein Handtuch gesucht haben, beziehungsweise eine Kuscheldecke für den kleinen Hund. So sieht sie aus. Ist sehr, sehr weich. Ist wahrscheinlich jetzt langweilig, aber ich zeige es euch mal. Und ich finde es von der Verarbeitung her sehr gut. Also gibt nichts anderes auszusetzen daran. Das wäre jetzt hier die Kuscheldecke für den Kleinen oder für die Kleine. Das Produkt blende ich mal hier ein. Könnt ihr mal nachschauen, was das Ganze jetzt aktuell kostet. Und dann haben wir hier ein Mikrofasertuch. Genau. Das habe ich extra bestellt. Kostet wirklich ein Apfel und ein Ei, ne? Das ist der Wahnsinn. Und das habe ich. Und das Ding ist, es riecht nicht, wie man die üblichen Produkte kennt, wenn man die bestellt. Ich könnte es gleich verwenden. Genau, das ist jetzt so ein Tuch oder Handtuch, wenn der kleine Hund reinkommt und abgetrocknet werden will. Ich war nämlich letztens draußen mit denen und morgens ist ja so ein bisschen Rasen. Bisschen feucht, bisschen tau und dann gibt es so ein paar Matschlöcher und dann springt er rein und ist der ganze Pudel wirklich eingesaut und danach, ja, brauchst du auf jeden Fall so ein Tuch. Ist, ja, gibt es nichts dran auszusetzen, finde ich cool und ich weiß jetzt nicht, was das Ganze hier kosten würde oder irgendwo bei einem anderen Anbieter, aber ich habe es bis jetzt noch nicht günstiger gefunden und das Schöne ist, das hat mich ja auch überzeugt gehabt, wo Steffi die ganzen Sachen bestellt hat, es riecht nicht, es ist einfach neutral, es ist von der Qualität her super. Ich könnte mir da jetzt ein Business aufmachen. Ne? Man stellt alles dort und verkauft es hier weiter. Aber ihr seid ja alles Füchse. Und ihr wisst ja jetzt die App. Ne? Runterladen, 100 Euro Startguthaben
einsacken und go. Macht auf jeden Fall Bock. So, jetzt geht's weiter. Das sind alles Teile, die man so braucht für eine Fräse. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Fangen wir mal hier mit. Habe ich die bestellt? Wahrscheinlich, um das Ganze zu testen. 125er Schleifpads. P20. Ja, stimmt. Ich wollte sie mal testen von den Originalhersteller, ob man da einen Unterschied sehen kann. Ich glaube, die waren auch richtig, richtig günstig. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich jetzt keinen Unterschied merken. Wahnsinn. So, ich denke, müssen wir mal testen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für den Preis. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel drin sind. Wie gesagt, blende ich euch hier mal ein. Ne? Nehmen wir mal das hier. Ah ja. Also wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen Budget bekommen von Temu. Und jetzt fällt es mir auch wieder langsam ein. Ich habe noch mal ein paar andere Produkte bestellt. Also die mit dem Woodwork oder mit dem Handwerk zu tun haben. Und ich fand dieses Anreißtool sehr interessant, weil es sehr, sehr günstig war. Und ich überlege jetzt, wie das Ganze funktioniert. Hinterste Schraube lösen. Dann kannst du die Feineinstellung machen. Ah. Ach, und hiermit kannst du es fixieren. Geil. Anreißteil von der Qualität her, macht euch einfach mal selber ein Bild. Bis jetzt gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Es ist alles wirklich gut bearbeitet, verarbeitet. Es ist, du kannst es hier feststellen schnell. Ja, du kannst es fein regulieren, was man jetzt bei anderen Produkten nicht so kennt. Hier beispielsweise ein anderes Produkt. Man kann es halt nur so einstellen. Finde ich auf den ersten Blick und für den Preis finde ich es eigentlich toll. Vor allem der Teller ist ein bisschen größer. Ich habe es hier schon gemerkt, dass man manchmal so ein Kippeln bekommt. Cool. Gibt es nichts dran auszusetzen von der Qualität her? Wie immer, bis jetzt sehr gut, würde ich sagen. Kommt das mal weg. Ich glaube, hier sind auch wieder Schleifscheiben drin. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Weil ich hatte nämlich so ein, zwei, geil. Ich hatte nämlich so ein, zwei Euros übrig und wusste nicht so genau, wohin damit. So, das ist was richtig, richtig Cooles und hat wahrscheinlich der ein oder andere schon gekauft oder nachgebaut. Oder ihr kennt es bestimmt von einem oder anderen YouTuber, der sowas auch verkauft. Wahrscheinlich kaufte das auch bei Temu, weiß ich gar nicht. So, damit kannst du Radien fräsen. Was richtig, richtig toll ist. Wir haben hier zwei Aufsätze. Zack, eins, zwei. Auch wieder von der Verarbeitung her wirklich sehr, sehr gut. Also gibt es nichts dran auszusetzen. Nee, die Gewinde sind schön fest, die Schrauben sind gut. Und dann kannst du das Ganze hier einsetzen. Zack, fixierst es und kannst dann deine Radien fräsen. Das heißt, du setzt es dann hier an und fräst es dann. Also was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann euch einfach nur animieren, das Ganze mal selber auszuprobieren. So, ich habe nämlich auch was richtig Cooles bestellt. Das ist, glaube ich, in dem großen Paket drin, aber das machen wir am Ende auf. So, hier könnte beispielsweise eine Fräsplatte drin sein. Ah, richtig, das brauchen wir nämlich auch zum Fräsen. Das hier gibt es auch zu kaufen überall, kostet ein Vermögen. Und ich habe es, glaube ich, richtig, richtig günstig gekriegt für 20 Euro. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall richtig, richtig günstig. Wenn du weißt, was das ist, dann pausier mal das Video und schreib es mal unten in die Kommentare. Das nämlich ist ein Stück, ja, gummielastisch. Das kannst du dir, es hat überall so kleine Löcher und du kannst damit Rundung fräsen. Das heißt, du schraubst das Ganze fest und kannst damit beispielsweise, ja, irgendwelche Rundungen fräsen, die du selber kreierst und musst dir damit keine Schablonen mehr bauen. Und mit diesem Teil hier brauchst du halt wirklich keine Schablonen mehr machen aus Holz, vorweg mit der Stichsäge und so weiter und so fort. Nimm das hier und du hast dein Leben lang Ruhe. Finde ich cool, wollte ich mal ausprobieren. Also es funktioniert, es ist auch von der Qualität her, es ist wirklich so
sehr, sehr hart. Kennt ihr dieses harte Kunststoff, was man manchmal irgendwo in der Industrie sieht? Das wird genutzt, um irgendwas zum Hinterlegen. Das ist so ähnlich, ist aber, riecht ein bisschen nach Kunststoff, aber auch nicht so extrem. Cool. Habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt, dass ich das habe. Weiter geht's. Was ist hier drin? Ah ja. Genau, des Weiteren möchte ich demnächst, da ich ja sehr viel mobil unterwegs bin und auch letztens einen mobilen Arbeitstisch gebaut habe, möchte ich mir so eine kleine mobile Frässtation bauen. So, und dafür braucht man das hier. Das ist eine Einlegeplatte, die kannst du dir auf deine Fräse schrauben. Beispielsweise hier diese hier, schraubst es rauf und hast quasi einen kleinen Frästisch. Kostet nicht die Welt, ist von der Verarbeitung her auch wirklich top. Du hast die Möglichkeit auch wieder hier einen Anschlag zu setzen. Du hast hier eine Skala drauf in Zentimeter. Cool. Also gibt es nicht dran auszusetzen. Gut beschichtet, eloxiert in Rot, Aluminium, 5 mm dick. Klasse. Das macht echt Spaß, das Auspacken hier. So, ah ja. Das hier hat jeder in der Werkstatt. Ich auch. Aber ich wollte mal was haben, was ein bisschen kleiner ist. Und kann es hier einstellen. Hat zwei Stellschrauben. Und was ich cool finde, du hast hier vorne eine kleine Ecke, die eingearbeitet ist. Damit kannst du beispielsweise dann auch deinen Bleistift ansetzen, dass er nicht wegrutscht oder so. Ja, es ist ein Anreißmaßband oder Anreißer, damit du hier schöne Linien anreißen kannst, parallel zu deinem Werkstück. Darf in keiner Werkstatt fehlen, hat auch wirklich ein Apfel und ein Ei gekostet. Und ich finde, sieht auch wirklich sehr, sehr cool aus. Ja. 210 mm lang, gibt es wahrscheinlich auch noch in unterschiedlichen Längen. Cool. Weiter geht's, und zwar hier. Ich vermute mal, hier drin ist eine weitere Fräseinlage. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr so genau. Ist schon ein bisschen her, wo ich das Ganze bestellt habe. Auf jeden Fall, was mich wundert, kein einziges Teil ist irgendwie beschädigt gewesen durch den Versand. Ihr habt ja nur gesehen, anfangs die Plastiktüten, und das Ganze ist auch nochmal hier eingepackt in Luftpolsterfolie. Und wir haben hier, richtig, eine weitere Fräsplatte mit Einlagering und 4 Schrauben. So sieht das Ganze aus. Ja, auch wieder mit einer Skala in Millimeter, aber die ist jetzt nicht eingraviert oder so, oder vielleicht ist sie gelasert, weiß ich nicht. Ja. Quasi die große Schwester von dem kleinen Bruder hier. Und das, ja, werde ich demnächst mal verbauen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich auch eine mal letztens bestellt gehabt. Habe ich, glaube ich, auch 20 Euro bezahlt. Habe ich noch nicht gemacht, weil das Ding ist einfach von der Verarbeitung her grottenschlecht. Also scharfe Kanten. Es ist halt Alu, ne? Aber trotzdem. Und das habe ich noch liegen. Ja, und das top. So, was ist hier drin? Ich weiß es nicht. Aus wie so Anreißdinger. Ah, ich weiß es. Ja, geil, Logmatico. Das kann nämlich auch jeder von euch gebrauchen. Und es ist einfach so billig, oder billig nicht, sagen wir mal günstig, ja. Weil billig ist ja, sagt ja schon der Name, was Billiges, was schnell kaputt geht. Und das hier, was ist das? Damit könnt ihr beispielsweise es als Anschlag nehmen, um parallel irgendwie eine Nut zu fräsen. Oder ihr könnt damit Kreise fräsen. So. Und das wollte ich schon immer mal haben, weil ich es satt habe, mir die Fräse zu nehmen und mir so ein Ding hier rauf zu schrauben, und damit ich dann Kreise fräsen kann, beispielsweise beim Leuchtturmprojekt, was wir jetzt gebaut haben. Und ja, hätte ich mal früher haben brauchen können. Jetzt habe ich es. Es ist von der Verarbeitung her genauso wie die anderen Produkte. Irgendwie scheint es mir, dass es alles ein Hersteller ist. Weiß ich nicht. Gefällt mir sehr gut. Muss ich natürlich nochmal testen, wie das Ganze geht. Aber sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das kannst du hier abschrauben? Ja, cool. Freut mich. Das muss man hier nochmal festschrauben. Oder, ach hier, die Stellschraube hat sich gelöst. Klasse.
So. Was ist jetzt hier drin? Richtig, wir haben hier Schnellspanner und diese Schnellspanner hier kennt ihr wahrscheinlich, gibt es so ein, zwei Hersteller auf dem Markt und der Preis war auch wieder unschlagbar. Allerdings habe ich gerade festgestellt, also ich habe zwei Stück gekauft im Doppelpack. Die haben allerdings eine Aufnahme von 19 mm und ich habe jetzt hier eine neue Werkbank und die hat 30. Passt leider nicht. Aber ich glaube, ich hatte in meine mobile Werkbank, die ich jetzt gebaut habe, für den Leuchtturm speziell, habe ich, glaube ich, 19 mm eingebaut. Also könnte man die quasi dafür auch verwenden. Preis unschlagbar, von der Qualität her wirklich wieder top. Müsste man natürlich mal auf Langzeit testen. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Also machst du nichts falsch mit, ne? Übrigens, Leuchtturmprojekt ist nicht stehen geblieben. Nur ich warte auf ein paar Teile, ein paar Materialien und das Wetter muss natürlich auch mitspielen. Deswegen verzögert sich das Ganze so ein bisschen nach hinten. Aber es wird demnächst weitergehen mit dem Leuchtturmprojekt. So, jetzt packen wir das größte und letzte Projekt aus, Paket. Das ist nämlich das hier. Ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Aber ich glaube, ich weiß es schon. Denn wir brauchen ja für so einen Frästisch, brauchen wir irgendwie so eine, ja, die Grundplatte haben wir jetzt. Wir brauchen irgendwie so einen Anschlag, ne? So ein System. So, kann man sich auch selber bauen oder man kauft es sich einfach günstig. So, das ist nämlich jetzt hier drin, glaube ich. Nein, es ist viel, viel geiler. Das, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr euch auch dort kaufen. Das habe ich aber wieder aus dem Warenkorb geschmissen und habe mir das hier gekauft. Darüber gibt es auch schon ganz, ganz viele Videos auf YouTube. Und zum selber bauen. Aber der Preis war einfach so unschlagbar. Ich zeige euch das Ganze mal. So, wenn du jetzt weißt, was es ist, pausier mal das Video. Das Ganze war so unschlagbar vom Preis her, dass ich sagte, komm, kaufe ich mal, nehme ich mal mit. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Ihr seht jetzt hier 4 Aluminiumprofile. So. Wenn jetzt nicht weißt, was das ist, dann bist du kein echter Holzwerker. Das ist nämlich richtig cool. Das brauchen wir nämlich, um diese Tischplatte beispielsweise einzulassen. So, jetzt seht ihr es vielleicht und der eine oder andere wird jetzt sagen, ah, das ist das Ganze. Ja, kann man sich auch nachbauen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, für ein Apfel und ein Ei und ich bin wirklich von der Qualität her und von der Funktion her wirklich zufrieden bis jetzt. Und das hat mir bis jetzt immer gefehlt, aber ich hatte keine Zeit gehabt, das Ganze nachzubauen. Und zu kaufen gibt es auch von ein, zwei Herstellern, aber kostet halt, wie gesagt, ein Vermögen. Kommen wir mal zum Fazit. Besser gesagt, mir hat es wirklich eine Menge, Menge Spaß gemacht, das Ganze auszupacken. Und man kennt es ja, man bestellt irgendwie was Günstiges und dann fliegt die Hälfte davon am Ende in die Tonne oder liegt in der Ecke. Und das ist bei diesen Produkten hier wirklich nicht der Fall. Ihr werdet es sehen, ich werde es verwenden in meine Videos und vielleicht auch das ein oder andere Tool hier an der Wand mal unterbringen. Sind Tools, die eigentlich jeder Holzwerker, Tischler, Schreiner, Bastler, Holzbauer, habe ich schon gesagt, brauchen kann zu Hause. Vor allem dieses Tool hier, dieses Tool hier, dieses Tool hier, dieses, eigentlich jedes Tool. So. Und ich möchte euch nochmal animieren dazu. Probiert das Ganze aus, ladet euch die Temu-App runter. Mit dem Rabattcode bekommst du, wie gesagt, nochmal einen 100 € Gutschein, war es, glaube ich, zugesendet. Und kannst das Ganze ausprobieren. Die Produkte, die ich jetzt hier ausgepackt habe, werde ich dir nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, hinzufügen. Und dann kannst du das Ganze mal selber bestellen und ausprobieren. So, und das sind wirklich Produkte, die von mir ausgewählt worden sind und die eigentlich jeder Bastler zu Hause braucht oder Holzwerker. Vor allem Schleifpapier. Genau, da bin ich mal wirklich gespannt, ob das Ganze was taugt. Aber wie gesagt, man sieht es gar nicht vom Original, kann man das gar nicht unterscheiden. So, das hier ist auch eine richtig, richtig tolle Sache. Also ihr merkt schon, wie begeistert ich bin. Und ja, ich freue mich schon, das Ganze die nächsten Wochen mal auszuprobieren. Ich hoffe, euch hat das ganze Video, dieses Unboxing hier gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Ansonsten findest du jetzt hier zwei weitere Videos von mir. Wie gesagt, wir bauen gerade einen ganz, ganz großen Leuchtturm. Und das aktuellste Video wird jetzt hier verlinkt sein. Ansonsten findest du unten in der Videobeschreibung nochmal eine Playlist. Dort sind alle Videos. Und ja, zu dieser Werkbank, zu dieser Säge da gibt es auch Videos, wirst du alle auf meinem Kanal finden. So, bis dann, ciao.